Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Echo aus dem Himmel. Wir sind in der Raumspalte, weil Palkia uns angegriffen hat. Und jetzt müssen wir hier irgendwie wegkommen. Oder so ähnlich. Kinyasha. Bam. Und eine Elektroattacke. Das hier ist nicht unbedingt der netteste Dungeon, den es gibt. Auch nicht der schlimmste. Aber es gibt einen relativ unangenehmen Gegner. Und jede Menge Tames. Ah ja. Oh, ein Sogorb. Sehr gut. Oder auch nicht. Eigentlich kann ich mit dem Sogorb nicht viel anfangen. Mit dem Rotgummi kann ich schon mehr anfangen. Ja, ist sehr gut. Bam. Aua. Ja, das ist etwas unangenehm. Diese Viecher. Vor allem Evoltech, weil Evoltech gegen Elektroattacken immun ist. Nee. Na, nicht nur immun, wird sogar stärker, wenn er von Elektroattacken getroffen wird. Erstmal weg hier. Und der Dungeon hat auch einige Ebenen, durchaus. So, Tackle, ja, das bringt natürlich nicht viel. Knirscher bringt das schon ein bisschen mehr. Und der Nebel schwächt all unsere schönen Attacken. Und Gary meint natürlich auf eine Falle latschen zu müssen. Fu! Giasauger! Bringt nicht viel. Knirscher. Gary! Sehr gut. Rette mich. Ja, die Gegner hier sind teilweise schon heftig. Zumal relativ viele entwickelte Pokémon hier auftauchen. Wie Glurak, Evoltech und Magnezone und so, sind ja alle entwickelt bereits. Das ist schon heftig. Vor allem, da wir selbst ja, ja Basis-Pokémon sind. So schwundsam. Nicht ganz so hilfreich, aber immerhin. Ja, weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Xatu läuft hier auch rum. Noch ein entwickeltes Pokémon. Ne. Was ist das eigentlich für ein Orb? Fügt Schaden zu. Jetzt sind das Gegner Schaden zu. Die größte Gegner ist die so größte Schaden. Ah, ja. Okay. Kastanienfalle. Ja genau, mach deinen Kollegen mal schneller. Finde ich klasse, dass du das machst. Ja. Genau. Stackt euren Scheiß auch noch mal weiter. Ja, unheilwürden könnt ihr auch noch. Genau. Und noch ein Knirscher. Immerhin habe ich sehr effektive Attacken gegen euch, ihr kleinen Viecher. Alter Energieball. Gigasauger. Ein bisschen heilen. Und auch nochmal. So. Ja, die Gegner hier sind schon heftig. Und ist auch völlig in Ordnung. Immerhin ist das hier schon ziemlich gegen Ende des Spiels. Also, Spektrumglas ist wertlos. Energieball. Und ein Tackle. Und das Vieh lebt immer noch. Holla, die Waldfee. Naja, ja. Einfach weg hier. Egal, welche Items hier rumliegen, einfach weg hier. Team Gary Attacken. Ich versuch's mal hiermit. So. Tackle.
So. Team Zacken. Wieder umstellen. So. Stirb. Och, meine Güte. Ihr habt aber auch HP bis zum Unfall, ne? Weg hier. Mit Zubiris kommen. Du. Na, stell dich auf die Treppe, du dummes Vieh. Und senk meine Verteidigung. Finde ich super. So. Na, weiter geht's. Eine Sinelbeere nehme ich gerne mit. Die könnte noch praktisch werden. Ja, super. Au. Energieball. Ich kann auch auf Distanz angreifen. Und Gigasauger. Gary, bitte benutzt. Genau. Sehr gut. Gut, dass Gary klug genug ist, keine Elektroattacke zu verwenden. Ja, ja, ich kann auch auf Distanz angreifen, mein Freund. So. Evolve-Tag. Unangenehmer Gegner. Und vor allem drei Stück davon sind überaus unangenehm. Na, wenigstens ist der Dungeon nicht sonderlich komplex aufgebaut. Hat aber einige Ebenen und verschiedene Wettereffekte. Doch, doch. Ist schon ein würdiger Late-Game-Dungeon. Vom Schwierigkeitsgrad her. Und natürlich findet man wieder praktische Samen. Das deutet darauf hin, dass bald ein Bosskampf kommt. Du, für die, die es noch nicht wussten, gleich kommt ein Bosskampf, also gleich im Sinne von, wenn wir hier irgendwann mal durch sind. Yay, Katsurie, immer noch eine ziemlich overpowerte Attacke. Aber naja. Na, ich schrecke zurück, ist eher gut. Gary, greifst du an? Ja, ich kann Gary gerade nicht helfen. Jedenfalls nicht so wirklich. Gigasauger. So. Och. Du. Na genau, lass mich zurückschrecken, du Vieh. Ja. Warum bist du eigentlich so schnell und darfst zweimal angreifen? Oh. Holla, die Waldfee. Und die Umgebung verändert sich, weil wir jetzt relativ weit vorgedrungen sind. Fluchtorb ist gar nicht mal so schlecht, vielleicht. Gegen dich habe ich wenigstens eine sehr effektive Attacke. Was natürlich nicht bringt, wenn meine Attacke daneben geht. Autsch. Glurak. Kein angenehmer Gegner. So. Natürlich. Auf der letzten Ebene. Egal, ich habe genug Belebersamen. Ich sollte genug haben. Wie viel habe ich denn noch? Eins. Oh, das ist ein Belabersamen. Der kann weg, ganz ehrlich. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, doch. Fünf Stück sollten reichen. Hoffe ich. Noch ein Nebel. Elektroattacken sind nur noch halb so stark. Ja, danke schön. Verwirrung? Boah, es ist echt lächerlich, wie lange Verwirrung in diesem Spiel anhält. So. Doch nicht du schon wieder. Oh, ich hasse dich so sehr, Glurak. Geh sterben. Sehr gut. Gary. Ja.
Genau. Jetzt heißt es aua, aua, aua. Da geht ein Belebersamen weg. Ja, Gigasauger natürlich. Und schön heilen. Gary, du darfst auch mal, genau. Ja, Evoltech wird dadurch nur schneller. Und die Kraft ist auch noch halbiert durch den fucking Nebel. Trotzdem ist es die beste Attacke, die ich einsetzen kann. Und Gary schreckt ernsthaft zurück. Perfekt. Gigasauger gegen dieses Vieh, weil immun gegen Elektroattacken. Gary schreckt immer noch zurück. Ist perfekt. Power. Ja, ich habe aber auch ein Pech, ne? Jetzt ist Gary auch noch paralysiert. Perfekt. Ja. Ja, erstmal einen richtigen Gegner auswählen. So. Da, 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 da. Ich werde hier sowas von verrecken. Jupp. Ein Belebersamen weg. Energieball. So lief's natürlich, aber komm. Es ist mehr, so viel Pech wie ich kann man eigentlich gar nicht haben. Gary schreckt erst zurück, dann wieder paralysiert. Aber hey, er ist wieder voll einsatzbereit. Na komm. Ja, darf ich auch mal wieder. Dankeschön. So. Und jetzt töte sie. Das sollte den einen oder anderen hoffentlich auslöschen. Genau. Ja. Ey, Level up. Sehr gut. Naja, ist ja okay. Ja, immer einmal zu viel, ne? So. Wenn Gary mal etwas mehr treffen würde, wäre es cool. Aber Gary mag nicht treffen. Nein. 9 von 10 Attacken von Gary gehen daneben. So. Sterbt alle. Außer Evoltech. So. Gary. Es ist so albern, dass Elektro-Pokémon überhaupt paralysiert werden können. Das ist dumm hoch 10. Nur mal so. Ja. Ich habe noch 3 Belebersamen. Nicht gut. Ja, ich kann das jetzt natürlich auch nicht treffen, ne? Weil, hey, Verwirrung. Lächerlich. Fuck you. Ha. Hallo. Hallo, Spiel. Ich möchte auch mal was machen dürfen, bitte. Team Gary attacken. Wieder umstellen. Ja, das Spiel ja meinte ich. Ja. Verwirrung. Overpowerte Statusveränderung. Wie eigentlich, sind wir mal ehrlich, jede Statusveränderung in diesem Spiel. Statusveränderungen sind alle so lächerlich overpowered, ne? Das Problem ist halt, dass die alle 5 Millionen Jahre lang anhalten. Ich glaube, Verwirrung kann irgendwie bis zu 12 Runden oder so anhalten. Doch. Ich bin so doof. Nein, hallo. Hallo. Hallo, Spiel. Ich möchte auch mal wieder. Diese Verwirrung. Die hört nicht auf. Spiel, please. So. Mein Gott, ist das eine Scheiße hier. Nicht mal irgendwelche Items rausbekommen. Och, Magnesium, verpiss dich aus meinem Leben, du blödes Arschloch.
Alter. Aber das war mega, hyper, super, über ultra Pech. Weil Monsterraum, ausgerechnet auf der Ebene mit Nebel. Gary schreckt erst zurück, wird dann noch paralysiert. Ich bin 10 Millionen Jahre lang verwirrt. Also, ich möchte die Treppe runtergehen. Ja, halt die Fresse. Ich weiß, dass da nichts auf dem Boden ist. Hey, ich hab noch zwei Belebersamen. Cool. Vollkommen und hundertprozentig ohne Eigenverschulden jede Menge Belebersamen verloren. Ich konnte nichts dafür. Ja, die Monsterräume sind dumm. Ehrlich gesagt. Einer der wenigen Punkte, die sie ruhig hätten rausnehmen können. Aus dem Spiel, also komplett entfernen. Die Monsterräume braucht eigentlich kein Mensch. Aber naja. Und diese scheiß behinderten Drecksfallen braucht übrigens auch kein Mensch. Vor allem nicht so lächerlich overpowerte Fallen. Gary, du kleiner Spasti, könntest du vielleicht mal irgendetwas treffen? Und könntest du mal aufhören, dich zu bewegen und angreifen? Oh, hallo, jetzt stirb, du Kollege. Wie kannst du noch leben? Wie? Entschuldigung, aber wie kannst du noch leben? Du wurdest von 3 Attacken getroffen und hast alle 3 überlebt, oder wie? Ich habe noch einen Belebersamen und es kommt noch ein Bosskampf. Das Spiel könnte auch mal ein paar Belebersamen hier hinlegen, nur mal so. Liebe Entwickler. Oh, fuck you. Oh, fick dich. Fick dich, du dumme Missgeburt von Pokémon, ey. Scheiß behindertes Glurak. Gott, ich hasse Glurak. Glurak ist so ein scheiß Pokémon. Also nicht nur auf das Dungeon bezogen. Ich mag Glurak allgemein nicht besonders gerne. Weil Glurak lame ist und nix auf die Reihe kriegt. Normalerweise. Ich meine, das Vieh kann nicht mehr fliegen. Stirbst du mal? Alter. Nur endentwickelte Pokémon. Die Hälfte davon, mehrere davon sind immun gegen Elektroattacken. Ich weiß genau, warum ich zum Dungeon ziemlich schwierig finde. Alter, könnte man vielleicht mal irgendwas gegen den ganzen Samen hier tun? Na komm. Ja, Gary, latsch auf die Falle. Ich hätte so gerne mal die IQ-Fähigkeit Fallenvermeider. Darf ich bitte wieder Kommandos eingeben, Spiel? Ich weiß, dass das ein Monsterraum ist, das musst du mir nicht 10 Minuten lang zeigen. Ja, die Input-Lags sind teilweise ein bisschen nervig bei dem Spiel. Was hat mir jetzt einen Schaden zugefügt? Bitte töte das Glurak vor mir. Aber ich wette, dass es das überlebt. Oh nein, wow. Gary trifft sogar mal was. Ja, ist ja gut. So. Und so sieht das Ganze nämlich aus, wenn es nicht nebelig ist. Dann ist so ein Monsterraum nämlich auch eigentlich kein Problem. Ja, Schlaffall auch noch. Waren ja unbedingt in Monsterräumen noch 10 Fallen einbauen muss. Boden, Essen, Jack, danke.
Ja, nee. Und dann mal drumherum. Komm, Sophie, mal näher. Komm doch mal näher. Alter. Und wieso benutzt du ein Top-Elixier? Ich hätte lieber einen Belebersamen als einen nutzlosen Schwindsamen. Was seid ihr eigentlich alle so auf Abstand heute? Kommt doch mal näher. Ich tu doch nix. Kann durch näher kommen. Nee. Ein Gigasauger. Wow. Das war klasse. Ein KP Schaden gemacht. Und alle Attacken verfehlen. Wie du. Ernsthaft? Gary, könntest du das lassen? Hier Leute anzugreifen, die schlafen? Ja, die KI ist so dumm teilweise. Auf der einen Seite schauen sie fröhlich zu, wie du umgebracht wirst, deine lieben Partner, und tun gar nichts. Aber wenn dein Pokémon ist, das friedlich schläft und nichts tut, dann muss man natürlich drauf gehen. Und auf Angriff und yay. Ha, deine scheiß Feuerattacken sind geschwächt. So. Könnte ruhig mal öfter regnen. Hier in dem Spiel. Energieball. Und noch ein Knirscher hinterher. Und du kriegst noch einen Energieball. Komm, verreck doch. 138 KP hat das Vieh mindestens. Das ist echt abartig. Oh, gib mir doch mal vernünftige Samen hier. Dankeschön, Fragezeichen. Sieh nur. Jack da drüben. Eine Sackgasse. Ui. Echt? Was machen wir jetzt? Wir können nicht mehr weitergehen. Aha, Erschütterung. Palkia. Widerstand ist zwecklos. Von hier kommt ihr nicht mehr weg. Ja. Ich öffne euch warum. Das ist euer Schicksal. Von mir beseitigt zu werden. Na ja, super. Danke. Hier kommt es, Jack. Wir müssen kämpfen. Es ist soweit. Eine Frage. Warum genau konnten wir nicht vorhin schon kämpfen? Als Palkia uns das erste Mal angegriffen hat, warum mussten wir jetzt erst durch 25 Ebenen durchflüchten? Ihr, Jack und Gary, ihr hättet auch direkt von Anfang an mal eure Eier zusammennehmen können und Palkia aufs Maul geben können. Aber nein, wir müssen noch... Erst müssen wir noch den scheiß Dungeon durchmachen und dann kämpfen. Ja, ja, ja. So, ein schöner Energieball ins Gesicht. Items. So, schlaf ein, du Bastard. Wenigstens haben wir Attacken, die relativ effektiv sind. Ja, aber seine dämliche Fähigkeit hindert uns manchmal am Angreifen. Aber hey, Spezialverteidigung des Dings, das ist schön. Gary, greifende Elektrizität an. Ja, Palkia ist kein schwerer Gegner. Meiner Ansicht nach einfacher zu besiegen als Dialga. Und zwar deutlich einfacher. Aber naja. Ja, brüll du nur rum. Bäm. Hä? Palkia. Palkia bewegt sich nicht mehr. Und was ist mit ihm passiert? Palkia wurde von einem Albtraum eingehüllt. Genau wie Azrill. Eine Stimme. Wo kommt sie her? Wer bist du? Was meinst du damit, Palkia wurde in einen Albtraum eingehüllt? Es bedeutet, dass sich die Macht der Dunkelheit viel weiter ausgebreitet hat. Wenn ihre Ausbreitung kein Einhalt geboten wird, erstickt die Welt in Dunkelheit. Aber ihr beiden, würdet ihr den Albtraum von Palkia betreten? Was? Den Albtraum von Palkia? Ja. Wenn ihr seinen Albtraum betretet, dann werdet ihr erfahren, warum Palkia euch angegriffen hat.
Also, was werdet ihr tun? Was sollen wir tun, Jack? Sollen wir in den Albtraum hineingehen? Ja, natürlich. Schön, ihr habt entschieden. Ich schicke euch einen Albtraum von Falken. Ja, du das. Und die Folge hat Überlänge wegen den scheiß Monsterräumen. Möchtest du einen Abenteuer speichern? Ja, bitte. Und ich mache hier weiter, ganz ehrlich. Jetzt keine Lust auf den Schnitt. Hey, Palkia. Ihr zwei, was macht ihr in meinem Traum? Nein, ich erinnere mich, wir haben gekämpft. Also warum träume ich? Du wurdest in einen Albtraum gehüllt, Palkia. Was? Was hast du gesagt? Ich bin in einem Albtraum? Jupp, ja. Das ist der Beweis. Ihr zwei solltet nicht existieren. Oha, Palkia, warte mal kurz. Wir möchten dich etwas fragen. Palkia, warum versuchst du uns loszuwerden? Ihr wagt es, die Unwissenden zu spielen? Ihr verzerrt den Raum mit skrupelloser Hemmungslosigkeit. Wenn die Verzerrung um sich greift, wächst die Macht der Dunkelheit. Die Welt wird in einem Albtraum aus Dunkelheit ertrinken. Um dies zu verhindern, muss eure Existenz ausgelöscht werden. Na, es muss doch einen anderen Weg geben. Du herrschst doch über Raum und Dimension, Palkia, richtig? Kannst du die Verzerrung des Raums nicht selbst beheben? Es stimmt, dass ich den Raum nach Belieben biegen kann. Aber zum ersten Mal überhaupt kann ich einen Teil des Raumes nicht kontrollieren. Und noch schlimmer, die Verzerrung des Raumes verstärkt sich. Das ist alles euer Werk. Es bleibt nur noch einen Weg, die Welt zu retten. Und der sieht vor, euch für immer von der Welt zu tilgen. Palkia sagt exakt das gleiche wie Cresselia vor ihm. Und Jack, Cresselia sagt uns also doch die Wahrheit. Vielleicht haben sie recht mit uns. Vielleicht müssen wir verschwinden. Carrie, es tut mir leid für euch. Dies geschieht nur um die Erhaltung des Weltfriedens willen. Bitte versteht das. Palkia. Ah, hier seid ihr. Habe ich euch endlich gefunden. Cresselia? Die sich ausbreitende Dunkelheit hat sogar diesen Ort verschlungen. Ihr müsst so schnell wie möglich aus dem Weg geräumt werden. Auf jeden Fall, bevor wir endgültig einen Punkt gelangen, an dem alles zu spät ist. Oh, Jack, egal, wir gaben nicht auf. Wir haben getan, was wir konnten. Nach allem, was wir getan haben, war alles umsonst? War all unsere Mühe vollkommen umsonst? Seid ihr jetzt bereit für euer Ende? Cresselia, einen Moment. Sag uns noch eins zum Abschluss. Falls wir verschwenden, wäre die Welt dann wirklich gerettet? Ja, ein absolutes Ja. Die Welt wäre gerettet, daran besteht nicht der Hauch eines Zweifels. Seid ihr endlich zufrieden? Ja, wenn wir es müssen, wenn wir wirklich verschwinden müssen, wenn das die Welt retten wird. Nach all diesen Taten und nach all dieser Zeit verliert Gary seinen Willen und auch mir geht's nicht anders. Aber ist das wirklich das absolut richtige Vorgehen? Warte, Cresselia. Ich war blind vor Wut, als die beiden vorhin angriff. Aber jetzt, da ich sie sehe, die scheinen nicht von Bosheit und Niedertracht getrieben zu sein. In meinen Traum, Cresselia, bestandst du darauf, dass sie böse seien. Aber sind sie wirklich böse? Cresselia hat uns über uns gesagt. In den Träumen von Palkia? Lass dich nicht von Äußerlichkeiten täuschen, Palkia. Wenn wir sie jetzt loswerden, dann sind wir alle gerettet. Dann hat auch Palkia Cresselia in seinen Träumen getroffen. Aber jetzt wird Palkia misstrauisch. Irgendwas stimmt hier absolut nicht. All das basiert auf den Behauptungen von Cresselia. Das reicht, ich werde euch jetzt beseitigen. Gary, nicht die Hoffnung aufgeben. Nehmt das. Ja, genau das ist es. Niemals die Hoffnung aufgeben. Was? Da ist eine zweite Cresselia? Jupp. Was ist das hier? Was ist das? Wer ist das? Hervorragend, ich bin genau rechtzeitig gekommen. Zum Kuckuck mit dir, Cresselia. Mein Plan wurde durchkreuzt, gerade als ich diese zwei Einmischer ein für alle Mal loswerden wollte. Hört bitte zu, Jack, Gary und Palkia. Ihr seid die ganze Zeit an der Nase herumgeführt worden. Von Darkrai dort. Was? Die Cresselia, die ihr bis jetzt zu kennen glaubtet, das war nicht ich. Die falsche Cresselia war nichts als eine Illusion von Darkrai. Das war nur ein Trugbild einer selbst. Was? Die Cresselia, die wir bis jetzt kannten, das war nur eine Fälschung? Darkrai, eine Kopie von mir in Form einer Illusion zu verwenden, um andere zu täuschen,
Das ist so typisch für dich. Sonst bringst du dein wahres Selbst nicht zum Vorschein. Normalerweise agierst du im Schutz der Dunkelheit. Dass du persönlich aus dem Schatten hervorkommst, um die beiden zu beseitigen, das sieht dir überhaupt nicht ähnlich. Ihr beide hinter Cresselia. Was, wir? Korrekt. Passt gut auf. Also der einzige verantwortlich für die Ausweitung der Raumverzerrung. Für die Einhüllung der Welt in einen Albtraum. Das bin ich, es ist mein Werk. Meins allein. Was? Was hast du gesagt? Ihr seid herzlich dazu eingeladen, zu versuchen, mich aufzuhalten. Komm zu mir in den Dunkelkrater. Du kommst nicht davon, Darkrai. Oder doch, weil Cresselia ja irgendwie unfähig ist. Aber gut, Darkrai ist verschwunden. Du fängst mich nicht, Cresselia. Niemals. Ihr zwei. Ich warte im Dunkelkrater. Dunkelkrater? Ja, jetzt können wir speichern und auch ein Part beenden. Er war dann Überlänge. Juhu. Aber gut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.